Mein Name ist Lea Bertnik, ich bin 29 und ich kandidiere für die SP für den Landrat in Altdorf. Ich bin Juristin und ich habe früher bei Jungmacht und Blauring mitgearbeitet. Ich habe viel Erfahrung in Kinder- und Jugendarbeit und zu meinen Interessen gehört auch heute noch Politik, und zwar mich zu informieren und auch mein Umfeld mitzugestalten. Zu meinen Stärken gehört, dass ich gut zulassen und mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Dass ich gut alles organisieren kann. Meine grösste Angst ist eigentlich, dass sich der Trend fortsetzt und die Linken Einfluss und Sitz verlieren werden. Am Kanton Uri gefällt mir am meisten, dass er sehr vielseitig ist und dass die Leute sich untereinander kennen und dass er immer darum bestrebt ist, sich weiterzuentwickeln. Und was mich stört am Kanton Uri, ist, dass er als konservativ manchmal angeschaut wird und das eben in vielen Sachen auch ist. Und ich will Landrätin werden, weil auch junge Frauen sollen im Landrat vertreten sein. Lea Bertnik, du kandidierst für die SP in der Gemeinde Altdorf. Es ist zum ersten Mal, dass du für den Landrat im Kanton Uri kandidierst. Ganz eine provokative Frage, bist du wirklich eine Leaderfigur von deiner Partei oder bist du nicht eher eine Listenfüllerin? Ich bin der Leader der Listenfüller, das ist es. Ich bin nämlich die Oberste von denen, die einfach drauf sind. Es ist zur Diskussion gestanden, ob ich doppelt drauf kommen soll. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, nein, ich tue mich einfach drauf. Ich habe noch nicht so ein grosses Umfeld da. Aber trotzdem bin ich vernetzt und ich kenne Leute und ich bin engagiert, zum Stimmen zu holen. Und ich bin in verschiedenen Kommissionen dabei und so. Du kennst viele Leute, hast du gesagt, bist aber auch beruflich sehr aktiv. Du bist Juristin. Ich nehme an, das ist ein sehr zeitintensiver Job. Hast du überhaupt Zeit für so ein Amt im Landrat? Ja, das habe ich. Das müssen wir dann abmachen mit dem Arbeitgeber natürlich. Es ist aber so, dass es da sehr viele Überschnittpunkte gibt zwischen der Politik und dem Recht. Eigentlich macht der Landrat ja genau Recht. Und von dem her kann ich da sehr viel profitieren von dem, was ich in meiner täglichen Arbeit mache und auch vom Landrat. Also du hast schon recht viel Einblick in die Politik, merke ich. Darum frage ich dich, hast du ein konkretes Projekt, das du im Landrat pushen willst, wo du dich dafür einsetzen willst? Ja, es ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Von Frauen, die gut ausgebildet sind, die familienergänzende Betreuung brauchen, dass sie weiterhin arbeiten können. Auch Männer, die vielleicht Teilzeit daheim sein, dass sie können auch in Kader stellen, Teilzeit arbeiten. Und wo steht der Kanton Uri da im Moment, wenn ich dich da frage? Ja, immer so ein bisschen hinterwäldlerisch. Es hat noch sehr viel Potenzial, das man da machen könnte. Es ist sehr viel auf Eigeninitiative, wie jetzt schon läuft. Aber es ist eben, dass für die Familien, die nicht Eltern, Schwiegereltern da haben, dass die auch Möglichkeiten haben. Ja. Und auch die, die jetzt auswärts sind, arbeiten, studieren, dass die wieder zurückkommen und dass man da auch Chancen hat. Also Familienpolitik, merke ich, ist ein Thema, das dich bewegt. Ein anderes Thema, das die SP ja sicher stark bewegt, ist die Asyl- und Ausländerpolitik. Ich habe ein paar Fragen zu diesem Themenbereich. Mhm. Wir merken es in der Schweiz, es ist allgegenwärtig, die Flüchtlingsthematik ist en vogue und es kommen immer mehr Flüchtlinge auch in die Schweiz. Was würdest du dazu sagen, wenn sich der Kanton Uri bereit erklären würde, ein Aufnahmezentrum für Asylsuchende einzurichten? Würdest du da Hand bieten? Ja, ich wäre sehr überrascht, wenn das der Kanton Uri machen würde, aber ich wäre eigentlich stolz darauf, wenn das der Kanton Uri machen würde. Es hat mich jetzt auch nicht so überrascht, dass du dafür bist, aber gerade die Frage nachher ist ja dann manchmal schwierig, ja, welche Gemeinde würde das machen? Hast du das Gefühl, irgendeine Gemeinde würde wirklich sagen, mal, wir würden das auf unserem Boden machen? Es braucht eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Das ist einerseits der Boden, aber es ist ja dann auch das Personal. Es kann Unterstützung von verschiedenen geben. Und ich denke, ja, wir haben in dem Sinn Landreserven, wo so etwas möglich wäre. Ich finde es eigentlich unfair, wenn das irgendwo auf einem Pass oben ist und man die Leute eigentlich abschiebt aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Ich finde eigentlich, Integration muss im Zentrum passieren. Das ist das Thema Asylsuchende. Es gibt ja auch noch Ausländer, die in dem Sinne nicht Asylanten sind, sondern bereits schon länger in der Schweiz leben. Angenommen, ein Ausländer lebt 10 Jahre im Kanton Uri. Und dann kann man ja sagen, ja, wenn er 10 Jahre im Kanton Uri ist, könnte er ja doch jetzt Stimm- und Wahlrecht bekommen. Bist du da dafür? Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, im Kanton Uri wären wahrscheinlich die meisten nicht dafür. Wahrscheinlich bist du in der Minderheit, oder? Ja, das ist so. Aber das ist meine Einstellung. Ich will nämlich, dass die mitbestimmen können. Wenn wir über Steuern oder irgendetwas abstimmen, dann sind auch die betroffen. Und ich finde, die Leute müssen auch mitbestimmen können. Obwohl sie keinen Schweizer Pass haben. Obwohl sie vielleicht die Schweizer werden und nicht
verinnerlicht haben, man muss ja bei einer Einbürgerung gewisse Zeugnisse ablegen, dass man Schweizer ist. Und die haben ja das noch nicht gemacht. Ja, aber eine Einbürgerung ist ein Aufwand, es kostet Geld. Man stellt sich über dem Jahr aus, in dem Sinn. Und je nachdem verliert man auch seine andere Staatsbürgerschaft. Also da gibt es manchmal auch Hindernisse, dass jemand nicht Schweizer wird, wo wir nicht beurteilen können. Und ich finde, 10 Jahre gut integriert, das sollte möglich sein. Und die nicht integriert sind, die gehen auch nicht abstimmen. So wie es auch Schweizer gibt, die nicht abstimmen, weil sie keine Ahnung haben von der Materie oder sie es nicht interessiert. Also ich merke klar auf der Linie von der SP bei der Ausländerpolitik, es nimmt mich nur an einen anderen Ort Wunder, ob du auf der Linie von der SP bist. Die Mutterpartei der Schweiz fordert die Abschaffung vom Kapitalismus. Ist das auch dein Ernst, dass du den Kapitalismus abschaffen im Kanton Uri? Ja, das wird auch sehr schwierig. Ich will nicht grundsätzlich den Kapitalismus abschaffen, aber es sollte einfach sozialverträglich sein. Es kann auch nicht sein, dass einfach alles nach dem Geld schreit. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Klingt gut, sozialverträglich, aber hast du konkrete Ideen, wie du das umsetzen kannst? Es muss einfach so sein, dass die Leute nicht durch die sozialen Maschen fallen. Es muss wirklich für jeden Möglichkeit haben, in diesem Kapitalismus können, etwas zu erreichen. Und es ist einfach im Moment nicht so. Es kann nicht sein, dass nur die Stärksten, die Bestausgebildeten, die Schweizer, von dem können profitieren können und die anderen nicht. Sind wir gespannt, ob du gewählt wirst und in die Richtung etwas kannst bewegen. Danke für die Antworten, Leo.